1 Foxtrot an Einsatzleitung. Überprüfe eine offenstehende Tür beim Offizierskluft. 1 Foxtrot, warte auf Unterstützung von Wagen 2 Bravo. Bleib, wo du bist, Betty Jean. Bad fährt gerade los. Bleib, wo du bist. Keine Bewegung! Wirf die Knarre weg. Her mit deiner Kanone oder ich leg ihn um. Denk doch mal nach, Junge. Wenn du mich erschießt, wird er dich erschießen. Nicht weggucken, du musst mich im Auge behalten. Ein Blick zur Seite und ich könnte dich sofort umlegen. Ich tu es. So oder so, Kumpel, du bist tot. Ich werde schießen. Hey, du wiederholst dich ja. Ich glaube nicht, dass du es tust. Denn er hat seinen Finger auch am Abzug. Hören Sie mal zu. Da wir uns hier auf Militärgelände befinden, überschneiden sich bei dieser Untersuchung die Kompetenzen der Army und der Polizei San Francisco, die ich vertrete. Soviel ich weiß, bearbeitet immer noch das CID die Schwerverbrechen. Und wenn ich mich nicht irre, dann sind Sie der Kommandeur der Militärpolizei. Mhm. Sir. Sind Sie fertig? Schon möglich. Dann hören Sie mir mal zu. Ich wollte eigentlich ein bisschen nachsichtig mit Ihnen sein wegen Patty Jean. Und was ist los? Sie sind fasziniert von mir. Er wird die Wände hochgehen. Und später, wenn er mit Ihnen alleine ist, dann wird er Ihnen erzählen, dass ich ein Ekel bin und Ihnen befehlen, sich von mir fernzuhalten. Oh nein, mein Vater befiehlt mir nie etwas. Wir haben eine Vereinbarung. Die wird er brechen. Nein, das wird er nicht. Wir haben Sie getroffen, als ich 7 war. Sie waren nie 7 Jahre alt. Haben Sie heute Abend frei? Ich kann machen, was ich will. Was für eine Überraschung. Sie können mich nicht festnehmen. Irrtum, wir sind nicht im Präsidium. Wir sind hier im richtigen Leben. Hier sind Sie kein Colonel, sondern irgendein Arschloch, das ich festnehme. Sie haben kein Recht dazu. Doch, das habe ich. Ich habe einen Haftbefehl. Ich habe eine Kugel aus Ihrer Tokarev. Und der ballistische Vergleich hat gezeigt, dass damit auch Patty Jean getötet wurde. Wissen Sie, was ich wünsche? Dass Sie sich der Festnahme widersetzen. Das hätte ich gern. Gott, wäre das schön. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Sie haben das Recht auf...